Liebe Freunde der paradoxen Strategie, 18:14 ist es. Ich habe es letztes Mal ausführlich erläutert, was jetzt mein Ziel ist. Und zwar abwarten, Däumchen drehen, Manpower ansparen und irgendwann gegen Russland losschlagen, um vielleicht doch noch am Ende den Gesamtsieg hinzulegen. Außerdem ist mir was aufgefallen, was ganz lustig ist. Und zwar, wenn man jetzt hier so rein scrollt, ist das die kleinste Zoom-Stärke. Wenn ich jetzt aber rausscrolle und hier so rein scrolle, dann sieht das so aus. Ist das nicht hübsch? Komisch. Ja, wir können es ja mal so laufen lassen. Obwohl, richtig übersichtlich ist das natürlich nicht, aber es sieht irgendwie ganz gut aus. Was mir noch aufgefallen ist, meine Armeen werden unterschiedlich ersetzt. Die ostpreußische Armee ist schon bei 60.000, während die noch bei 38.000 ist. Die werden also wirklich nicht gleichmäßig wieder aufgebaut. Finde ich ganz interessant. Ach so, und dann gibt es hier immer noch dieses lästige Ding, dass diese Armee nicht in die Garnison reingeht. Deswegen werde ich sie jetzt einfach mal erledigen. Wo macht man das? Ich dachte hier auf den Totenkopf. Ja, man kann sie noch nicht mal erledigen, oder was ist das? Bin ich? Hallo? Ach nee, das ist gar nicht Quatsch, das ist ja auch gar nicht. Einheit auflösen, hier. So, komplett weg. Du nervst einfach nur rum. Ja, der Totenkopf war natürlich nur die Verlustquote. Ganz klar. So, wir sind weiter in der komfortablen Situation zu beobachten, was so los ist. Tunesien ist jetzt auf Seiten Frankreichs im Krieg. Wir können uns nochmal die Bündnissituation angucken. Ja. Die Russen sind hier sehr erfolgreich in Moldawien. Aber so richtig stark, zum Beispiel auf der Seite, sind sie nicht. Na gut, hier haben sie am Schwarzen Meer doch jetzt einiges erobert. Also man kann nur hoffen, dass sie... Oh, ich sehe gerade, die ostpreußische Brigade hat... wie kommt das bitte? Ach, sie haben eine... Das finde ich auch merkwürdig. Sie haben 67.000 Mann und haben ein Zermürbungsgewicht von 128.000. Das ist wirklich krass. Insofern werde ich, glaube ich, jetzt diese Einheit einfach mal komplett aufteilen. Ganz... unkoordiniert und sie, ja, wo senden wir sie hin? Genau, nach Küstrin ist doch okay. Bloß keine sinnlose Manpower verschwenden. Ja, was passiert so international? Ach ja, die Osmanen sind ja jetzt auch mit den Österreichern im Krieg. Das ist ja auch wirklich blöd jetzt für die Osmanen. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie einfach mal sich konzentrieren können auf den Kampf gegen Russland. Aber Russland, so toll stellen die sich auch nicht an. Also ich muss mal sagen, bei der zahlenmäßigen Überlegenheit müsste man eigentlich mehr draus machen. Wer ist hier oben? Die Dänen erobern was zurück von den Briten. Offenbar sind die großen britischen Einheiten da weg. Aber wir wissen es nicht, wir sehen es nicht. Wir können nur spekulieren. So, noch immer haben wir nicht genug, um überhaupt Manpower anzusparen, sondern noch immer werden einfach nur meine vorhandenen Armeen ersetzt. Portugal ist jetzt auf britischer Seite dabei. Ja. So, Portugal ist dann auch in den Krieg eingetreten, ganz klar. Hier, die brauchen noch 16.000 Männer, die brauchen noch... 19.000 Männer und die brauchen noch... Stopp, ich kann wieder eine Idee wählen. 18.000 Männer. Okay, noch etwa 50.000 Männer, noch etwa ein Jahr. Dann sind meine Armeen erstmal wieder völlig aufgefrischt. Gut, auf jeden Fall können wir neue Ideen wählen. Und ich glaube, ich nehme dann die dritte. Genau, Depot Logistik. Ja, das hatten wir
eben genau, Depotlogistik. Je schneller die Armee mit Vorräten versorgt wird, desto besser. Durch Depotlogistik ist es möglich, die Entkleidung und Ausrüstung der Soldaten zu beschleunigen, was zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit, mit der Kontingente aufgestockt werden, beiträgt. Okay. Gut, das heißt, sie werden also, wenn sie Verluste haben und man hat Manpower, dann werden sie schneller aufgestockt. So, Österreich hat ein Vormachtstellungsziel verloren. Interessant, wahrscheinlich hier. Ja, gut. Frankreich hat jetzt wieder Militärzugang aufgekündigt. Das kann natürlich auch ein schlechtes Zeichen sein, dass sie jetzt doch möglicherweise. Oh ja, das Jahr ist im Übrigen auch um. Dass sie jetzt möglicherweise doch einen Angriff planen. Das wäre ja unerhört. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die sind doch ziemlich unter Druck. Was ist denn das los? Mein König, Großbritannien hat uns einen geplanten Putsch gegen Frankreich angehängt. Frankreich ist sehr verärgert mit uns und unsere Beziehungen sind nun eins. Die Briten, die wollen die Beziehung unter Null drücken. Also das ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Liebe Franzosen, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Aber es nützt nichts, ich kann jetzt nicht machen. Ich, mein Diplomat ist hier noch da. Der muss jetzt einfach wirken. Okay, die Zivilisierung in Kiel ist da. Ah, die Russen schlagen sich erstaunlich schlecht. Wir gucken mal auf die Statistik, wie es denn da aussieht. Bei den Ländern, bei der Gesamtmannstärke Russland 174.000. Da waren sie mal deutlich besser, glaube ich. Armeegröße ist aber noch quasi unverändert. Klar, sie haben jetzt Verluste gehabt, die sie ersetzen. Ja. Meine Armeegröße. Naja, gut. Also, ich kann noch lange nicht ernsthaft mithalten. So. Da haben sich wieder die Beziehungen verbessert. Ja, aber wieso eins waren sie doch auch schon vorher, das verstehe ich nicht. Naja, egal. Hauptsache, der Diplomat ist da und wirkt in unserem Sinne im schönen Paris. So, volle Geschwindigkeit 1814. Ich denke mal, also da, ich sollte spätestens 1818, denke ich mal, den Krieg gegen Russland starten. 4 Jahre sind es, aber die zweite preußische Reform kommt erstmal am 15. September 1814. Die zweite preußische Reform erklärte Bauern zu den legalen Eigentümern der Bauernhöfe, die sie per Regulierungsedikt bearbeiteten. Anstelle des käuflichen Erwerbs des Landes konnten sie ihre ehemaligen Lehnsherren wahlweise dadurch entschädigen, dass sie ein Drittel bis zur Hälfte des Landes an den Lehnsherren abtraten. Der Wechsel der Bauern zu Landeigentümern löste etliche Probleme und ermöglichte es, die Reformierung zu beschleunigen. Es werden wohl weitere Reformen vonnöten sein. Auf jeden Fall bekommen wir plus 15% Steuern und zwar 2 Jahre lang. Ja, gut, Steuern, okay. Also Geld ist ja hier irgendwie ziemlich unwichtig. Weil man auch nicht viel machen kann mit diesem Geld, muss man einfach mal so sagen. So, ich check noch mal kurz, ob hier unsere Diplomaten. Ne, hier Österreich, der nächste Diplomat. Wo bringt das eigentlich gut 60 im Jahr? Das heißt, in 2 Jahren wären wir unter Null. Ja, das ist schon ganz gut. Alles, was bis 16, bis 1818 noch was bringt. So, hier der Check. Ich glaube, hier ist. Der läuft noch. Und Russland, wie sieht es hier aus? 101 haben wir schon. Meine Güte, haben wir perfekte Beziehung. Ich werde noch einmal einschicken. Und dann wäre es das aber. Das reicht dann. Wir wollen ja auch nicht so kuschelig werden mit denen. So, Dänemark erstmal Frieden mit Großbritannien. Das heißt, sie haben jetzt hier oben den Rest auch noch verloren. Okay. Wohl an. Gut, das wird natürlich jetzt, Dänemark wird natürlich als Kriegsziel immer interessanter. Die Frage ist bloß, wie viele Flotten hat Dänemark und wie kriegen wir unsere Truppen nach
würden wir unsere Truppen nach Island bekommen. Aber das ist nur so eine Notgeschichte, wenn es möglicherweise doch um Prestige noch geht am Ende, wir doch nicht den Krieg mit Russland machen können oder solche Geschichten. So, was haben wir jetzt hier? Militärzugang von Österreich. Ja, das könnt ihr alles machen, wenn ihr bloß uns nicht angreift. So opportunistisch sind wir. Ja, Frankreich sieht hier auch nicht so richtig den Stich. Wir können eigentlich mal kurz uns die Zwischenstände hier mal angucken. Frankreich immer noch minus 40%, aber Russland schon 25%. Davon 15% aus Schlachten, 10% aus Besetzung. Oh ja, jetzt brechen sie ja hier richtig durch. Dann nützt auch meine Unterstützung nicht. Zahle ich eigentlich immer noch Geld an die? Müsste man mal gucken. Subventioniert die Osmanen ja. Tja, bloß was nützt denen Geld, ne? Mit Geld gewinnt man keine Schlachten. Eine alte Weisheit von Steinwallen. So, Frankreich hat Triest verloren. Mal gucken, ob das dauerhaft ist. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Wenn ich zum Beispiel jetzt noch vor dem Friedensschluss einfach nur diese sechs Siegprovinzen besetze, ob das schon genügt für den Gesamtsieg, wäre mal interessant zu wissen. Ich vermute ja, aber genau wissen tue ich es nicht. So, wir haben immer noch nicht unsere Armeen auf Maximum. Es ist wirklich krass, wie lange das braucht. So, hier sind noch 4.500 erforderlich. Hier sind noch 3.000. Oh, auf jeden Fall ist wieder eine Idee dran. Und hier sind die auf Maximum. Da sind auch noch 3.000. Naja, aber es ist ein Ende in Sicht. So, jetzt werde ich auf die Truppenbewegungsideen gehen. Das ist nämlich auch recht hilfreich. Zum Beispiel Marschgeschwindigkeit plus 10% kann in mancher entscheidenden Schlacht doch wirklich von Bedeutung sein, ob man als erstes in einer Provinz ist. Deswegen beginnen wir mal hier mit zum Donnern der Gewehre marschieren. Die Truppenaktion zum Donnern der Gewehre marschieren bedeutet, dass in Richtung des nächsten Gefechts marschiert wird, um Armeen und Korps in der näheren Umgebung beizustehen. Dies kann häufig zu einer Änderung des Kräfteverhältnisses in einer Schlacht führen, wenn spontan Unterstützung auf dem Kampffeld eintrifft. Genau, da kann man jetzt diese Truppenaktion ausführen. Das haben wir schon bei den Gegnern eins ums andere Mal beobachten können. Ja, hier passiert ziemlich viel in Italien und Österreich. Oh, und die Russen marschieren jetzt richtig nach vorne. Oha, oha. Also hier ist der Durchbruch ganz klar geschehen. Die Osmanen haben eigentlich keine Chance mehr. So wie es aussieht. Mal gucken. Schade eigentlich. Ich hätte den Russen doch wirklich gewünscht, dass sie hier einfach auch ordentlich ein bisschen Männer verlieren und Manpower. Aber gut, ich denke mal, Manpower werden sie verlieren, weil sie auch belagern, weil sie Verlustquoten haben und so weiter. Insofern. Oh, und jetzt ist übrigens der Moment gekommen, wo ich tatsächlich das erste Mal Manpower wieder anspare. Wo meine Armeen also vollständig ausgestattet sind. Das ist doch sehr nett. Ich muss hier kurz mal wieder gucken, ob das mit Beziehung klar geht. Nee. Also hier muss unbedingt wieder ein Diplomat hin. Schicken. Okay. Und Österreich, wie sieht es hier aus? Ist er noch da? Ja, der ist noch da. Russland haben wir gesendet, brauchen wir jetzt nichts mehr tun. Das kostet natürlich Prestige. Das ist wirklich so eine Sache. Ich setze jetzt einfach aufs Ganze und nicht auf einen Prestigesieg am Ende. Sonst hätte ich mir die aufsparen sollen, ne? Die Prestiges. So, was ist eigentlich mit dem Land hier? Ach, Großbritannien gewährt da die Unabhängigkeit. Aber das interessiert mich ja auch eigentlich gar nicht. Oldenburg. Oh, die Franzosen sind hier irgendwo ganz in der Mitte Österreichs. So, ja, jetzt schon wieder. Die Briten
sabotieren also systematisch mein Verhältnis zu Frankreich. Das ist echt nicht nett. So, die Kriege laufen. Eigentlich ist es ganz gut. Ah, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ganz gut, wenn der Krieg so lange geht, weil dann verliert Russland schon Manpower. Aber jetzt gibt es Abtretungen der Osmanen an die Russen. Und zwar hier, hier und hier oben. Aber was das soll, frage ich mich schon ein bisschen. Ah ja, okay, hier ist auf jeden Fall eine Siegprovinz von Russland dabei. Ach so, hier sind auch Abtretungen. Oh, das sind zwei Siegprovinzen. Russland hat richtig einen Sprung gemacht, wenn ich das richtig sehe. Die haben jetzt mit einmal echt ein paar Provinzen gewonnen. Das können wir uns gleich mal anschauen. Ja, wo schauen wir es uns am besten an? Erstmal bin ich im Prestigebereich aus den Top 3 draußen. Dann gucken wir mal in die Statistik bei den Siegen. Vormachtstellung zu Land. Oh, Russland hat die 7 erreicht. Und seeseitig sind sie immerhin auch schon bei 57%. So wie ich. Und insgesamt liegen sie vorne vor mir. Und jetzt ist natürlich jetzt ist das Problemchen. Wenn Russland jetzt weitermachen will, in welche Richtung würden sie denn gehen? Sie haben eine Provinz hier noch in Österreich. Allerdings sind sie mit Österreich 200 befreundet. Das ist schon sehr heftig. Und der Rest, ja gut, sie haben hier noch in Schweden was. Also Stockholm und Visby. Dann gibt es Kopenhagen. Aber ansonsten sind hier wirklich 1, 2, 3 Provinzen, auf die Russland scharf ist, liegen in Preußen. Das ist also eine knifflige Angelegenheit. Insofern, da kann man ja jetzt eigentlich nur hoffen und bangen. Ja, und das war's dann auch mit dem Hoffen und Bangen. Okay, Leute, es ist der Moment, wo man die Armeen doch mal sortieren sollte. Und das werde ich jetzt auch tun. Und dazu mache ich aber mal kurz hier einen Break, weil das eine ziemlich fummelige Angelegenheit ist. Und ich informiere euch aber hinterher auf jeden Fall, was ich getan habe. Also bis gleich, Leute. Also Freunde, da bin ich wieder. Ich habe folgende Überlegungen angestellt und Folgendes getan. Erstmal werden wir wirklich Probleme mit den Verlustquoten haben. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich, nutzt man diese Gelegenheit schon, um hier Ziele zu erreichen? Und ich denke, ja, das sollte man tun. Also das Risiko ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu hoch, einfach auf Zeit zu spielen und jetzt abzuwarten, bis die Russen hier reinmarschieren, sondern ich gehe jetzt einfach auf die Siegprovinzen. Na, wo sind sie? So, das heißt, wir müssen in russisches Gelände eindringen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Verlustquoten sind dort hoch, beziehungsweise die Versorgungs ist extrem gering. Insofern habe ich mich dafür entschieden, wieder etwas wegzugehen von den großen Einheiten, sondern werde auf 4 Armeen gehen. Hier oben seht ihr sie, wobei die westpreußische Armee hier noch nicht richtig zusammengestellt ist. 4 Armeen, so zwischen 40.000 und 45.000, und die sind alle im Prinzip nach demselben Schema gebildet. Ich gehe jetzt mal in Blüchers königliche Armee rein. Also im Prinzip 6, 6, 6, 6 Regimenter in der Mitte. Das kennen wir schon, das habe ich jetzt mehrfach praktiziert, die Schützengrabenverteidigung mit massiver Linieninfanterie und ansonsten völlig ausgewogen. Das bringt am besten, ja, verteilt sich am besten sozusagen diese Boni auf die einzelnen Einheitentypen. Und links und rechts, die Flügel sind halt Garde basiert,
einmal die Einsatz der Garde und auf der linken Seite Täuschungsmanöver, wo man vor allem die leichte Infanterie stärker einsetzt. Ja, und in der Reserve ist dann von allem ein bisschen was zum Entsatz. Also das ist im Prinzip so die Grundanordnung, die ich eigentlich jetzt in allen Armeen so durchgezogen habe. Und ja, das Ziel ist es im Prinzip im Wesentlichen jetzt immer zwei Armeen parallel, also nebeneinander agieren zu lassen. Das heißt, hier rücken zwei hoch und vielleicht hier rücken zwei hin. Und dann haben wir noch die sächsische Armee, die ich auch unter meine Fittiche nehmen werde, wobei ich die da, glaube ich, erstmal selbstständig hinmarschieren lasse. Das will ich erstmal beobachten. Und ansonsten habe ich wieder vier Kavalleristen ausgekoppelt, die hier die Aufklärung erledigen. Und wie gesagt, die westpreußische Armee ist noch nicht komplett aufgestellt. Hier warte ich. Hier kommt sozusagen der gesamte Rest hin. Und wenn man sich jetzt die Bewegungsbefehle ansieht, sieht das in etwa so aus. Die vier Armeen baue ich erstmal hier auf und hier vorne kommen die vier Kavalleristen hin, die Aufklärer. Ja, und ansonsten geführt wird also die königlich-preußische Armee von Blücher, die ostpreußische Brigade, wie gehabt, von Bülow. Die Schlesien-Armee, die wird geführt von Thielmann, der wirklich auch gute Werte hat. Hier Angriff plus 10% und leichte Infanterie und so weiter. Und die westpreußische Armee wird geführt von Röder. Ja, gut. Soweit dazu. Wie gesagt, die Sachsenarmee warte ich erstmal ab, was damit passiert. Und die eigentlichen Kampfhandlungen sind nicht mehr Teil dieser Folge. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, spannend. Und die Frage ist, sind wir eigentlich rechtzeitig an der Front oder kommen die Russen zuerst in unser Gebiet, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Also meines Erachtens ist das jetzt kein riesiges Problem, dass wir jetzt nicht vorbereitet sind. Wir werden damit schon umgehen können. Mal sehen. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald, euer Steinwallen.